Der Gründungsgedanke von mir und meinem Partner war in erster Linie, Pflege auf Augenhöhe zu gestalten. Wir kommen selber aus dem Bereich Pflege, waren jahrelang im größeren Konzern tätig und haben irgendwann gemerkt, wir können das besser. Wir haben mehrere Wohngemeinschaften, die wir betreuen, wo wir auch wirklich individuell gucken, was braucht der Patient oder was möchte der Patient auch verändern. Man fühlt sich wohl, man denkt, man kommt nach Hause, also auch für den Patienten, er denkt, er ist wirklich zu Hause. Wir haben am Tempelhofer Damm in Berlin 3 WGs, einmal mit 6 und zweimal mit 7 Plätzen. Dort haben unsere Bewohner ebenfalls wie in Herzfelde die Möglichkeit, ihre Zimmer individuell zu gestalten. Wir haben auf allen Etagen eine große Wohnküche, wo gemeinsam gekocht werden kann, wo auch Angehörige vor Ort sind, die dann gemeinsam mit unseren Klienten, also ihren Angehörigen, kochen oder Fernsehen auch einfach nur schauen und einfach damit auch Lebensqualität genießen können. Der Klient fühlt sich in der Wohngemeinschaft viel besser auch aufgehoben, weil rund um die Uhr jemand für ihn da ist. Der Klient kriegt dadurch Sicherheit, auch die Angehörigen bekommen dadurch Sicherheit, weil sich immer gekümmert wird, sind immer liebe, nette Schwestern oder Pfleger da. Mit unserer Wohngemeinschaft in Herzfelde haben wir eine Wohngemeinschaft geschaffen, die im ländlichen Teil ist. Uns war es wichtig, auch nochmal zu der Stadt eine Wohngemeinschaft zu implementieren, die für Bewohner ist, die einfach aus den ländlichen Regionen kommen. Wir haben eine wunderschöne alte Schule dazu gefunden. Alte Schule in Herzfelde ist von 1890 und wurde liebevoll modernisiert. Wir haben eine sehr große, wunderschöne Wohnküche, wo die Klienten gemeinsam kochen können und ihre Mahlzeiten einnehmen. Und auch hier können natürlich unsere Klienten die Zimmer individuell nach ihrem Wunsch einrichten. Unser Motto ist, in Gemeinschaft Lebensqualität schaffen. Hunde in der Pflege war für mich schon immer sehr wichtig. In meiner früheren Tätigkeit als Pfleger habe ich damals schon mit Tieren gern zusammengearbeitet und habe wirklich Erfolgserlebnisse bei Patienten gehabt. Nachdem der Hund am Bett zum Beispiel war, konnten Patienten mal ihre Hand bewegen oder haben versucht, nach dem Hund zu greifen. Also es ist immer Leben, wenn man in unsere WGs reinkommt. Tiere gehören einfach zum Leben dazu. Wir haben sehr viele Fallbesprechungen, wenn es um unsere Klienten geht, wenn sie aus dem Krankenhaus kommen, aber auch wenn sie wieder ins Krankenhaus kommen. Da ist es gut, ein großes Kompetenzteam zu haben, was wir halt haben mit verschiedenen Berufsgruppen, um mit denen gemeinsam die Qualität des Klienten und die eigene Lebensqualität zu bewirken. Als Care- und Case-Manager versuche ich den Angehörigen und Patienten die Sorgen zu nehmen und zeige ihnen auf, wie es hier weitergehen kann. Alexandra kenne ich schon sehr lange, auch aus einer anderen Einrichtung. Sie ist 50 Jahre, hat seitdem sie Anfang 20 ist, Multiple Sklerose. Alex hat große Fortschritte gemacht. Das konnte auch erreicht werden durch den Pflegeschlüssel, mit dem wir arbeiten und durch unser Konzept. In unserer Einrichtung geht es nicht nur um die Betreuung, sondern auch um die Förderung der persönlichen Ressourcen der Bewohner. Zum Glück haben wir sehr stabile Teams, muss ich sagen, was ja heute sehr ungewöhnlich ist. In der Pflege ist es oft schwer, unter Zeitdruck zu arbeiten. Das ist hier anders. Wir haben hier alle Zeit der Welt. Wir können mit den Klienten alles machen, ihre Wünsche erfüllen. Gespräche führen mit Angehörigen zusammen. Das macht mich stolz, hier zu arbeiten. Mein Wunsch ist immer, wenn ich Feierabend habe, dass ich sie alle noch mal zum Lächeln gebracht habe, mit denen ich gerade gearbeitet habe. Natürlich wollen wir unsere Mitarbeiter auch hoch motivieren. Sie tragen viel Verantwortung und dafür wollen wir eine leistungsgerechte Bezahlung. Mit meinen Vorgesetzten oder Chefs ist für mich sehr schön. Also wir haben eine offene Kommunikation. Unserer Geschäftsführung, denke ich, ist das wirklich gut gelungen. Wir sind auch motiviert, sind sehr interessiert an den Bewohnern. Die Chefs sind beide sehr sozial, die haben immer ein offenes Ohr für uns. Gute Pflege bedeutet für uns, den Klienten und seine Angehörigen dort abzuholen, wo sie stehen. Das bedeutet, sie zu unterstützen bei ihren Zielen, Schmerzen zu lindern, Beistand zu geben, Ängste zu nehmen. Und das machen wir bei Comfort Home Care.